Hallo Josef, ich grüße dich. Freue mich, dass du dich ein paar Fragen stellen möchtest zu deinem Kurs am 27. und 28. April bei uns am ESI Berlin mit dem Thema Impfstoffe ausleiten mit der Meridiantherapie und Long-Covid. Und da, du weißt nicht, wann warst du eigentlich das letzte Mal in Berlin? So. 8, 9 Jahre würde ich Ja. sehr schätzen, so, ja. Und wir haben dich ja eingeladen und freuen uns, dass du die Einladung annimmst. Wir sind ja natürlich ein Scherzo-Institut und aber vorab, damit die Leute so ein bisschen dich vielleicht kennenlernen, jetzt kannst du mal so ein bisschen was über dich erzählen. Was ist so So deine gut. Richtung? Wie bist du zur chinesischen Medizin gekommen? Ja. Was begeistert dich daran? Eben also über Shiatsu, ja. Das heißt, meine Karriere hat eigentlich beim Ohashi angefangen, ja. Und eben dahingehend auch die Meridiantherapie, ja. Und ich habe dann auch anschließend, weil wir immer das Buch hatten von das Gesetz der 5 Elemente, Ah, okay. das hatten wir so als Grundlagenbuch im Shiatsu. Und über dieses Buch bin ich halt dann in England zur Worsley-Schule gekommen, die auch 5 Elemente ganz stark im Vordergrund stellt und ein ganz anderer Ansatz ist als die TCM. Das heißt also, wir behandeln dann Meridiane statt Organe, wie die TCM das macht. Also sehr viel energetischer und sehr viel mehr übereinstimmen mit dem Shiatsu als mit der TCM. Ja, ach schau. Ja. Und ich bin ja bei dir Schülerin oder bin ja gerade, mache ja nehme an deiner Ausbildung oder Weiterbildung teil und ich finde ja, was mich so fasziniert hat, ich kannte dich ja vorher nicht nur über die Bücher, die du geschrieben hast, die ich auch alle habe. Und ich fand es völlig, als ich die gelesen habe, ich dachte, ah ja, da ist endlich mal einer, der so auch auf diese tiefen philosophischen Hintergründe eingeht. Und das hat mir so gut gefallen, deswegen auf dem langen Weg immer nach Zürich auf mich nehme. Und ich finde es irre, wie du Konzepte eben oder zusammenbringst, nicht nur aus der chinesischen Medizin, sondern transkulturell. Und wenn ich dir mal so zuhöre, denke ich, du kennst dich mit den, was hatten wir gestern, also auch immer mit den römischen, also du bist da völlig belesen und führst wie so eine, die Fäden zusammen. Das finde ich, bist du völlig, also sehr interessiert auch an anderen Kulturen, Ja, oder nicht so? das kommt halt davon, wenn man auf ein Gymnasium geht, wo man 9 Jahre Latein und 6 Jahre Griechisch hat. Das ist ja Ja. eigentlich nichts zu nichts Nutze heutzutage. Aber so das Konzept vom Nichtsnutz, das ist auch etwas, was mir immer gefallen hat. Das kommt ja in der deutschen Romantik sehr stark vor und im taoistischen Hintergrund von der chinesischen Medizin. Also sich nicht benutzen lassen. Ja. Ja, genau. Und was ich immer so raushöre bei dir, und das gefällt mir auch sehr gut, ist ja, dass du ja viel auch auf Emotionalität, dass ja das Shen, also auch die Herzverbindung, ja das Wichtigste ist, dass man gut bei sich bleibt und nicht so den äußeren Stürmen na, sich da wegstrudeln lässt. Und bei dem Thema, weswegen du dann auch zu uns kommst, mit dem Impfgifte ausleiten, das hat ja auch mit diesen Dämonenpunkten zu tun, mit denen du dann aufgehst. Kannst du da mal so ein bisschen dazu erzählen, was du dann bei uns machen wirst, warum dich das Thema vor allen Dingen so interessiert? Also es gibt da, wie so häufig, immer so Sprüche in Chinesischen, wo sehr viel Information auf ganz kurzen Raum zusammengedrängt ist. Und einer dieser Sprüche heißt, wenn Shen geht, kommen die Gui. Also wenn der Geist geht, kommen die Dämonen. Und das tönt jetzt erst einmal sehr mittelalterlich, dieses Konzept, aber Dämonen ist ja auch wieder ein transkulturelles Konzept. Und im Teufel ist es einem am liebsten, wenn man sagt, es gibt mich nicht. Oder? Und man muss sich schon sehr bewusst sein, dass wir da Einflüsse haben, die nicht zu uns gehören, die auch bei uns nichts zu suchen haben und die man auch nicht intrapsychisch lösen muss, was die große Falle der Psychologie ist, dass man alles innerhalb lösen muss und psychologisch bearbeiten muss. Nein, manche Dinge gehören nicht rein in uns und die müssen raus. Und das ist genau das Konzept der Dämonenmedizin, eben diese krankmachenden Einflüsse zu entfernen. Wozu zum Beispiel auch dann zum Impfen für einige völlig ungünstig ist oder allgemein ja, von außen manipuliert wird und
In dem Kurs wirst du dann auch so vermitteln, wie man die ausleiten kann, die Impfstoffe über Ja. Moxa oder Punktekombination oder was wirst du Okay. da so Also es ist ja anbieten? ein grundlegendes Konzept. In der Meridiantherapie zum Beispiel westliche Krankheitsbegriffe umzuformulieren in die energetische Sprache von den Meridianen. Und was heißt es, wenn man jetzt eine Substanz einführt und den Körper bringt unter Umgehung von der äußeren Abwehr? Oder was bedeutet es, da bringt man tiefen krankmachenden Einfluss ins Innere, oder? Und der Körper wird schon in seiner Abwehrfähigkeit umgangen. Also wir betrachten jetzt eben so diese sogenannten Impfstoffe als Gifte, die, wenn man jetzt mal die Inhaltsangaben anschaut, also Nervengifte beinhaltet, Gifte, die die Zirkulation schädigen und Substanzen beinhalten auch, die, wie sagt man, elektromagnetische Leitung fördern, die dann von außen angesteuert werden. Also all das Wort Impfung, das ist für uns überhaupt nicht von Belang, sondern was ist in den Stoffen drin und was macht es mit den Körpersystemen und auf welche Ebene, auf welche Tiefe geht es. Und wenn man schaut, diese verschiedenen Meridiansysteme, es gibt ja nicht nur die Hauptmeridiane, oder? Die sprechen eben verschiedene Tiefen an von der Pathologie. Und eben heißt, da ist eigentlich schon ein pathogener Faktor auf eine ganz tiefe Ebene künstlich eingeführt worden, der dort überhaupt nicht hingehört. Oder? Plus, dass dieser pathogene Faktor auch absichtlich so konstruiert worden ist, dass er uns von seelisch-geistigen Einflüssen abtrennt. Oder? Und das ist ja so designt worden, dass man zum Beispiel das Gottesgen ausschaltet, ja, wie das die in einer, wie sagen wir, in einem Vortrag vom FBI mal geschildert worden ist, das Gottesgen abschalten. Ja. Also das heißt, diese Substanzen sind derart konstruiert, dass sie uns von der geistigen Ebene abtrennen sollen, ja, durch ihre Wirkung, vielfältige Wirkungen eigentlich. Und das ist dann auch so Inhalt auf das, was du dann eingehst, auch in deinem Kurs. Ja, und eben, warum tut man das, ist ja die entscheidende Frage. Und wer tut das? Und das geht natürlich jetzt ganz schnell in Bereiche rein, die für die meisten Leute völlig abgehoben von ihrer Realität tönen. Nur ist die Frage eben, in welcher Realität lebt man oder ist es überhaupt die Realität, in der man lebt? Oder? Also so unmittelbarer Zugang zur geistigen Ebene lässt einem die Realität ganz anders anschauen, als wenn man sie durch die erlernten Konzepte blickt. Und letztendlich kann man ja auch mal, so wie ich dich dann auch immer erlebe, also was ja auch mein Anteil ist, also wenn ich jetzt unterrichte oder mit den Schülern arbeite, ist ja immer auch die Leute wieder mehr zu sich zurückzubringen, ihre eigene Anbindung, also auch in ihr eigenes Vertrauen, ihre Stabilität. Und auch das, was eben nicht zu mir gehört, bleibt draußen und nur das, was mir gut tut, darf rein. Ne? Und daher wird es sich sicherlich sehr spannend gestalten. Auch bin ich auch interessiert, wie die Leute dann auf deine Ansichten auch mitgehen, reagieren, ne? Weil du ja da sehr klar auch bist Ja. in deiner Ideologie, sage ich mal so, ne? Oder was Nein, ist es ist eben keine wichtig? Nicht Ideologie. Ideologie, oder wie würdest du sagen, in deiner Ansicht, Betrachtung dessen, ne? Ja. Was nicht wirklich meine ist, sondern es Sondern ist mein schon. Verständnis von der ganzen Tradition, oder, die die chinesische Medizin darstellt. Und eben deswegen habe ich ja meine Schule den Geist verwurzeln genannt, weil die Meridiane eigentlich diese Aufgabe haben, den Geist in das Körperliche hinein zu übertragen. Ja, Ne? du sprichst ja auch von den Meridiansystemen wie in Wesenheiten. Das ist ja auch so, dass die ja nicht nur Linien sind, sondern für mich ja auch so Wesenheiten sind, die auch ja gut zusammenarbeiten müssen. Wie Ja, in so einem Familiensystem, also wie ein genau. System, ne? Also Ja. auch wieder eine Ordnungstherapie Ja. und die Ordnung sich wiederherstellen darf, wenn eben zum Beispiel durch eine Impfung Pathogenes reingebracht wurde, was dann wieder draußen nach draußen gehört.
Und ich meine, der Buddha spricht ja immer von Geistesgiften. Ja? Hm. Und diese Gifte, die beginnen eigentlich ihr Wirken von einer nicht physischen Ebene und immer dann mehr auf die physische Ebene runterzugehen, ja? Und sich von diesen Geistesgiften auch zu befreien. Und dazu gehört auch eben Wissen. Ja? Und Wissen muss man wirklich gut unterscheiden von Informationen, das ja oft nur eine Anhäufung ist von äußeren, wie könnte man sagen, ja, von Der Meinungen oder Konzepten auch, Programmen, sehr Programmen, ne? häufig, ja, Anhäufung von äußeren Programmen, die bestimmte Absicht haben, nämlich, dass man nicht selber klar denkt, oder? Und sich selber Meinung, sich selber einen Standpunkt erarbeitet, oder? Sondern nur reproduziert, worauf das ganze Bildungssystem ja richtig ausgelegt ist. Oder? Also sich die eigenen Gedanken machen, und das ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft auch, oder? Also, ja, ganz eine wichtige Sache, dass der Verstand nicht automatisch mit Vernunft gleichzusetzen ist, sondern er ist eigentlich ein Informationsverarbeitungssystem, oder? Ja. Und dazu braucht man halt Unterscheidungsvermögen, was auch ganz eine wichtige Sache ist. Und das Unterscheidungsvermögen liefert uns eigentlich die Herzebene, ja, mehr als alles andere, dass man das vom Herzen her überprüfen kann, ob sich was, und vom Bauch her, statt das Informationssystem im Kopf als einzige Referenz zu benutzen. Und das ist diese Dreieinigkeit von Dreieinigkeit. Herz, Kopf und Ja. Bauch. Und diese drei miteinander in Einklang zu bringen, statt einfach nur den Verstand zu benutzen und dann völlig orientierungslos und unverwurzelt umherzuirren. Kannst du noch vielleicht so ein Beispiel nennen? Also du arbeitest ja auch hier in Zürich, hast ja auch deine Praxis, ne? Und hast du schon, wie das wirkt, wenn du so eine Ausleitung von Gift gemacht hast an Patient, also auch sprich vielleicht durch die letzten Impfungen, wie sich das dann, wie der Mensch dann reagiert, wenn das wieder ausgeleitet wird? Konntest du da so dann wirklich einen klaren Unterschied dann festmachen? Oder wie ging es denn denen damit, die das bekommen haben von dir oder es bewusst machen, weißt du? Ja, das ist ja wieder abhängig vom Einzelnen. Also, ich muss ja sagen, dass in meiner Praxis kaum Leute kommen, die wirklich impfgläubig sind. Ja. Und dass mit diesen Menschen eigentlich sehr schwer zu arbeiten sind, weil man kann gar keine Informationen reingeben. Es ist wie wenn die Rezeptoren blockiert werden durch diese Substanzen, die in den Impfungen drin sind. Also man findet keinen Zugang zu den tieferen Schichten von der Persönlichkeit, und der Verstand ist so eben auf diese, wie soll man sagen, auf diese Konformität, ja, ausgerichtet, oder? Dass man sich mit Sachen, die eigene Initiative und eigenes Verstehen wollen, beinhalten, dass man sich da kaum auseinandersetzen will. Deswegen, ich schließe Geimpfte nicht aus von der Behandlung. Meine Sache ist aber, dreimal geimpft, das ist schon, ob man das noch rückgängig machen kann, ist eine große Frage. Oder? Und was ich halt ganz empirisch feststelle, ist, wenn der Muskeltest ist ja oft blockiert durch die Impfungen, durch diese Quellpunkte zum Beispiel, ist zumindest der Muskeltest wieder ansprechbar. Das heißt also, ich habe wieder Kontakt zu einem tiefen Bewusstsein vom Patienten. Wie lange das anhält, das ist wirklich von der Einstellung vom Einzelnen abhängig, weil diejenigen, die das bereuen, die Impfungen, mit denen kann man arbeiten. Diejenigen, die nur die Symptome behandelt haben wollen, mit denen kannst du fast nicht mehr arbeiten. Weil an und für sich stehen die dann noch immer hinter dem sich impfen lassen und verstehen einfach die tieferen Zusammenhänge nicht. Oder? Aber das ist, was ich als Geistesgift bezeichne. Oder? Also Wird ja mal. auch nicht so vermittelt, ne? Das wird ja sozusagen unter dem Wohle von Menschen, was wir auch gestern hatten als Thema, eben so der
große wie Polio, also Kinderlähmung oder Masern, was ja jetzt auch verpflichtend ist, ja sozusagen dann mit eingedämmt wird. Aber das ist natürlich, sagst du ja, ein großes Thema, ne, wo ja, das große muss man aber Streitpunkte trotzdem in sind. Dem Ne? Kontext sehen. Genau, Ne? ne? Und der Kontext ist ja eigentlich das, was der Rockefeller, was diese, wir nennen ja das Rockefeller-Medizin. Mhm. Weil in den USA hat der Rockefeller angefangen, eben die naturheilkundlich ausgerichteten Universitäten, und das waren 2/3 von alle, schließen zu lassen durch den sogenannten Flexner-Report. Und der hat die alles, was nicht physikalisch nachweisbar war, als unwissenschaftlich, das macht ja der Lauterbach jetzt auch gerade, dargestellt. Und daraufhin wurden schon sehr viele Universitäten geschlossen und nur mehr auf diese Vorgaben von der Pharmakologie, also von der westlichen Pharmaindustrie ausgerichtet. Also kann man sagen, oder? Worum geht es der westlichen Pharmaindustrie? Es geht um Absatz und Geschäft. Es ist einfach ein Geschäftsmodell. Und die ist ja primär nicht an Gesundheit interessiert, sondern an Krankheiten, um ihre Medikamente abzusetzen. Es werden ja auch bestimmte Krankheiten erfunden, dass man dagegen wieder Medikamente einsetzen kann mit Nebenwirkungen, die wieder neue Medikamente erfordern. Also ein gesunder Patient ist nicht erwünscht und von Anfang an sollen die Leute halt möglichst krank gemacht werden. Und das war ja auch so ungefähr in der Übergang in den 50ern, als ja die TCM, also durch die Kulturrevolution in China ja auch die chinesische Medizin ja eigentlich völlig fast ausgemerzt wurde aufgrund von wissenschaftlichen Konzepten, die ja im Westen sehr stark aufgetreten sind und dann auch so wieder weltübergreifend sich aufgespannt haben. Umso schöner ist es ja, dass du oder auch noch viele andere sich wieder an diese Ursprünge ja der chinesischen Medizin nicht erinnern, aber dass du das eben ja so durchlebst und weißt und vermittelst, dass wenn der Mensch gesund ist, und darum geht es ja, glaube ich, auch so, um gut in der Lebenspflege gut zu altern bei geistiger, physischer, emotionaler Gesundheit, dann ist doch alles bestens. Dann braucht man ja ja, eben, das, nicht, ne? Die das anderen Sachen. Das so Geschäftsmodell. Richtig, ja. Richtig. Ne? Ja. Und wenn du jetzt zu uns kommst, Ende April, das ist ja so, du wirst sicherlich so deinen frontalen Unterrichten viel Wissen vermitteln, aber auch Moxa und oder was wirst du noch so an praktischen Sachen anbieten? Also, wir werden vielleicht mehr, ein bisschen mehr Meditation, auch also Neigong, inneres Qigong machen, oder? Cool. Ja, das ist sehr also, gut, ja. Dass man das, wir diese Ebene in sich, wo man eigentlich nichts tut und doch bleibt nichts ungetan, entfalten kann. Und das kann man ja dann auch, muss das ja gar nicht verbal machen, das überträgt sich ja durch das, wer man ist. Richtig. Ja. In diesem Sinne, Viktor, vielen Dank für das kurze Gespräch. Ja. Und wir sehen uns am 27. und 28. April im Europäischen Scherzinstitut. Herzlichen Dank.